Hallo liebe Fußballfreunde, in diesem Video möchte ich mit euch die wichtigsten Punkte bezüglich ballorientiertes Verschieben durchgehen. Warum ist ballorientiertes Verschieben im heutigen Fußball so wichtig? Erstens einmal fangen wir mal in der Defensive an. Nehmen wir mal an, wir sind die blaue Mannschaft, spielen in einer 4-4-2-Raute-Formation. Das heißt, hier haben wir die Raute im Mittelfeld und die gegnerische Mannschaft in Rot spielt in einem 4-3-3-System. Und sie haben gerade hier den Ball. Ballorientiertes Verschieben kann man logischerweise, egal jetzt welche Formation es ist, kann man natürlich machen. Was ist der Sinn dahinter? Was ist die Idee dahinter? Nehmen wir mal an, wir spielen in einem Mittelfeldpressing und wollen den Gegner auf die Seite lenken. So, natürlich müsste dann der Stürmer ihn so anlaufen, dass er ihn von innen anläuft, dass er ihn zwingt, dass er sozusagen nur noch hier rüber spielen kann. Wenn wir das zum Beispiel tun, wenn er hier rüber spielt, dann geht es los. Dann wollen wir ballorientiert verschieben, das heißt die Kette schiebt komplett durch. Der Sechser vor der Abwehr, der ballnahe Achter, der Zehner kommt, der ballferne Achter, der Stürmer kann vielleicht weiterlaufen und auch hier Druck erzeugen auf diesen Spieler. Und der zweite, der ballferne Stürmer, darf hier nicht stehen bleiben, sondern muss natürlich auch hier reinrücken, damit wir dann hier so richtig Überzahl schaffen. Was ist die Idee dahinter? So wie ich gesagt habe, erstens einmal wollen wir hier den Raum für den Gegner eng machen, zweitens wollen wir hier Überzahl schaffen und drittens natürlich wollen wir das machen, damit wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir dann hier den Ball erobern können. Natürlich bewegt sich auch der Gegner, das ist schon klar, aber in dem Fall wäre es so, dass wir hier in diesem Bereich eine 10 gegen 8 Überzahlsituation hätten. Wie komme ich auf 10 gegen 8? Weil wir natürlich diese zwei Spieler auf der ballfernen Seite hier freilassen, weil die jetzt nicht wichtig sind, weil wir, wie gesagt, so ballorientiert verschoben haben. Aber jetzt ist es auch wichtig, dass wir den Gegner nicht mehr rauslassen. Das heißt, wir dürfen ihm nicht erlauben, dass er die Seite verlagert. Und somit haben wir in diesem Bereich eine 10 gegen 8 Überzahlsituation. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir den Ball erobern. Wenn wir den Ball zum Beispiel hier erobern, dann gibt es natürlich verschiedene Varianten, wie man dann weiterspielt. Erstens einmal, man kann sagen, ich möchte sofort in ein Konterspiel. Das heißt, ich möchte sofort ein Konter starten, wenn ich hier zum Beispiel den Ball erobere. Oder aber ich sage, ich lasse den Ball in den eigenen Reihen. Wie schaut das Ganze jetzt in der Offensive aus, wenn wir den Ball haben? Zum Beispiel, wir haben gerade den Ball erobert, haben natürlich auch ballorientiert verschoben. Jetzt ist natürlich der Vorteil, wenn wir ein schnelles Umschaltspiel spielen wollen, ist der Vorteil natürlich, dass wir schon in Ballnähe sind. Das heißt, es könnte zum Beispiel ein Stürmer kurz kommen und der andere Stürmer könnte zum Beispiel in die Tiefe laufen. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Die zwei Stürmer plus der Zehner sollten natürlich immer miteinander harmonieren. Es kann zum Beispiel er kurz kommen und der Zehner geht tief, wie auch immer. Wie schaut das Ganze im Spielaufbau aus? Sagen wir mal, der Gegner ist hier geordnet und steht in einem 4-4-2, sagen wir mal, 4-4-2 flach. Und wir sind in einem, oder wir bleiben in der Raute. So, in der 4-4-2-Formation. Sagen wir mal, wir sind hier drüben. Warum ist es wichtig, auch im kontinuierlichen Spielaufbau, dass wir ballorientiert verschieben, während wir den Ball haben? Erstens einmal, weil wir dann sehr viele Anspielstationen in Ballnähe haben. Natürlich ist das dann wiederum sehr von Vorteil für ein Kurzpassspiel. Das heißt, wenn wir in Ballnähe sehr viele Spieler haben, logischerweise kann ich ein viel besseres Kurzpassspiel spielen. Und der weitere Vorteil ist, dass wenn ich dann den Ball verlieren sollte, das heißt im Moment des Ballverlustes, habe ich dann viele Spieler in Ballnähe, wo ich dann sofort in ein Gegenpressing umschalten kann. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel dann hier, der Gegner hat natürlich auch ballorientiert verschoben, das ist klar, aber wenn ich dann zum Beispiel hier den Ball verlieren sollte, habe ich sehr viele Spieler und dann kann ich sofort wieder in ein
Gegenpressing umschalten. Das heißt, ballorientiertes Verschieben ist nicht nur in der Defensive von Vorteil, sondern natürlich auch in der Offensive. Das waren einmal so die wichtigsten Punkte, was das ballorientierte Verschieben angeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!